Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die französische Luftfahrtermittlungsbehörde hat weitere Einzelheiten zum Absturz der Germanwings-Maschine veröffentlicht. Demnach erhärtet die vorläufige Auswertung der zweiten Blackbox den Verdacht, dass der Co-Pilot den Airbus absichtlich zerschellen ließ. Er habe den Sinkflug eingeleitet und die Maschine anschließend mehrmals beschleunigt, teilten die Ermittler in Paris mit. Bei dem Absturz in den französischen Alpen waren vergangene Woche alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Zerdrückt und verkohlt, kaum mehr erkennbar. So sieht der zweite Flugschreiber mit dem Datenrekorder aus. 10 Tage hat er verschüttet, von Trümmern und Geröll bedeckt, an der Absturzstelle gelegen. Und sie hat ihn gefunden. Alice Collefy, eine junge Gendarmin aus Chamonix, war gestern so etwas wie die Heldin im Bergungsteam. Sie hat geschafft, woran kaum noch jemand geglaubt hatte. In 20 Zentimeter Tiefe fand sie den Flugschreiber. Ich war mir zu keinem Zeitpunkt sicher, dass das wirklich die Box ist. Ich hatte Zweifel und es war mir nicht klar, dass ich sie wirklich hatte. Ich habe nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, sie in all diesen Trümmern zu finden. Die Auswertung des Stimmenrekorders hatte nahegelegt, dass der Co-Pilot den Airbus absichtlich abstürzen ließ. Nun unterstützt die erste Auswertung des beschädigten, aber im Innern noch intakten Datenrekorders diese These. Da haben wir den kompletten Ablauf gespeichert, der das ergänzt, was wir schon erfahren hatten, nämlich dass er sich eingeschlossen hatte und das alles vorsätzlich getan hat. Dank der zweiten Box können wir nun die Entschlossenheit des Co-Piloten bestätigen, seinem Leben und dem all seiner Passagiere ein Ende zu setzen. Nun konzentriert sich die Suche auf die persönlichen Gegenstände der Opfer. Der Ablauf der Flugkatastrophe wird immer klarer. Denn die Ermittlungsergebnisse in Frankreich und in Deutschland weisen eindeutig in die gleiche Richtung. Es gibt kaum noch Zweifel, dass der junge Co-Pilot ganz bewusst die anderen 149 Menschen mit in den Tod gerissen hat. Die Vereinbarungen zum iranischen Atomprogramm stoßen weltweit auf ein geteiltes Echo. Vor allem Israel ist skeptisch. Die Vetomächte des UN-Sicherheitsrates und Deutschland hatten sich gestern mit dem Iran auf Eckpunkte für ein Rahmenabkommen verständigt. Es soll verhindern, dass der Iran sein Atomprogramm zum Bau von Waffen nutzt. Unter anderem muss Teheran 2/3 seiner Urananreicherungsanlagen in den nächsten 10 Jahren abbauen. Bis zu 25 Jahre lang gibt es umfassende internationale Kontrollen. Im Gegenzug werden die Sanktionen schrittweise aufgehoben, wenn die Kontrolleure grünes Licht geben. Bis zum 30. Juni sollen Details ausgehandelt werden. Die Bundesregierung, Großbritannien und Frankreich zeigten sich vorsichtig optimistisch, die Verhandlungen bis dahin abzuschließen. Ähnliche Reaktionen kamen aus Russland. Im Iran feierten zahlreiche Menschen auf den Straßen. Er wurde in Teheran wie ein Sieger empfangen. Außenminister und Verhandlungsführer Mohammad Zarif. Hunderte waren am Morgen zum Flughafen gefahren, um ihren Helden von Lausanne Applaus zu spenden. Bereits in der Nacht kamen Tausende, meist jüngere Menschen auf Teherans Straßen, um die Einigung im jahrelangen Atomstreit zu feiern. Sie alle hoffen auf eine Annäherung an den Westen und, wenn die Sanktionen fallen, auf wirtschaftlichen Aufschwung. Heute freut sich jeder Iraner. Das Wichtigste ist, dass endlich die Sanktionen aufgehoben werden. Ich freue mich, dass der Iran sich friedlich der Welt annähert. Am Abend dann der Präsident im iranischen Staatsfernsehen. Mit dem Abkommen beginnt eine neue Ära der Zusammenarbeit. Zu befreundeten Ländern werden wir die Beziehungen vertiefen und Spannungen zu anderen Ländern ausräumen. Außerdem, so der Präsident, werde die Urananreicherung keine Bedrohung sein, weder für die Region noch für die Welt. Für die Konservativen im Land ist das ein schlechtes Abkommen. Iran habe ein gesatteltes Pferd gegen brüchige Zügel eingetauscht, sagte ein Vertrauter des mächtigsten Mannes im Landes, Ali Khamenei. Doch für die Regierung Rouhani bedeutet dieses Abkommen innenpolitisch Auftrieb. Wenn die ersten Sanktionen fallen und sich die wirtschaftliche Lage verbessert, wird die Unterstützung für den Präsidenten steigen. Und der kann dann weitere Reformen im Land vorantreiben.
US-Präsident Obama sprach von einem historischen Schritt im Streit über das iranische Atomprogramm. Diplomatie sei der beste Weg zur Lösung. Der israelische Regierungschef Netanyahu reagierte hingegen mit scharfen Worten. Das Überleben des israelischen Staates werde gefährdet, sagte er nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts. Das Abkommen stärke den Iran und legitimiere dessen Atomprogramm. Aggression und Terror in der Region würden zunehmen. Lange müssen die Journalisten heute warten, denn mehr als 3 Stunden tagt das israelische Sicherheitskabinett. Und dann findet der israelische Premier Netanyahu wie immer deutliche und harte Worte zum Atomdeal. Dieses Abkommen hindert den Iran nicht bei seinem Atomprogramm. Im Gegenteil, es ebnet den Weg zur iranischen Atombombe und es entfacht ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten. Nicht nur der Hardliner Netanyahu ist verstimmt, auch der Führer der größten Oppositionspartei Herzog verkündet über Facebook, dass unter allen Umständen eine militärische Nutzung des iranischen Atomprogramms verhindert werden müsse. Doch es gibt auch andere Stimmen. Alon Ben David, Sicherheitsexperte des israelischen Nachrichtensenders Channel 10, will erst die genauen Beschlüsse abwarten, meint aber, dass die Regierung sich mit der Totalblockade verzockt habe. Israel ist außen vorgelassen worden, weil Israel zu strikt war und keinerlei Deal wollte. Das ging vielleicht vor 5 Jahren, aber in den letzten 2 Jahren hätte Israel flexibler sein müssen. Vor allem hat Israel wieder einmal seinen wichtigsten Verbündeten düpiert. In einem Telefonat soll Netanyahu dem US-Präsidenten Obama vorgeworfen haben, mit dem Abkommen die Existenz Israels zu gefährden. Das sieht der US-Präsident ganz anders. Er verteidigt die Vereinbarung mit Teheran als eine historische Chance. Den Iran atomwaffenfrei zu halten, werde die Welt sicherer für alle machen. Obama wählt den symbolträchtigen Rosengarten des Weißen Hauses, um zu unterstreichen, für wie bedeutend er den Atomdeal hält. Diese Rahmenvereinbarung blockiert jeden denkbaren Weg, den der Iran einschlagen könnte, um doch noch eine Atomwaffe zu entwickeln. Teherans ziviles Atomprogramm wird stark eingeschränkt und die Iraner haben den strengsten Überwachungs- und Inspektionsauflagen zugestimmt, die es jemals gab. Dieser Deal basiert also nicht auf Vertrauen, sondern Kontrolle. Einem bis Ende Juni auszuhandelnden konkreten Vertragstext und der Aufhebung von Wirtschaftssanktionen müsste der Kongress noch zustimmen. Doch vor allem Republikaner trauen Teheran nicht. Das ist kein Deal, sondern eine Liste höchst gefährlicher Zugeständnisse der USA. Dies wird die Iraner nicht stoppen auf dem Weg zur Atombombe, ob sie sich an das Abkommen halten oder nicht. Für Barack Obama könnte der angestrebte Atomdeal mit dem Iran politisch einen hohen Preis haben. Das Abkommen mit Amerikas Erzfeind hat zu einer dramatischen Verschlechterung der amerikanisch-israelischen Beziehungen geführt. Netanyahu fordert nun einen Vertragszusatz, Teherans eindeutige Garantie für das Existenzrecht Israels. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort beleuchten wir ausführlich alle Kernpunkte der Vereinbarung von Lausanne. Nach den Verhandlungen mit dem Iran kamen Bundesaußenminister Steinmeier und sein französischer Kollege Fabius heute erneut zusammen in Breslau gemeinsam mit dem polnischen Außenminister Schetina. Das Treffen fand im Rahmen des sogenannten Weimarer Dreiecks statt, einem seit bald 25 Jahren bestehenden Gesprächsformat der drei Länder. Diesmal ging es vor allem um die Lage in der Ukraine und um eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU-Staaten. Der polnische Außenminister empfängt einen erleichterten Frank-Walter Steinmeier nach dem Verhandlungserfolg mit dem Iran. Deshalb ebenfalls positiv gestimmt der französische Amtskollege Fabius. So könnte es wohl weitergehen, denn der nächste Krisenherd Ukraine ruft. Zumindest hat sich die Lage nach dem Minsker Abkommen beruhigt. Jetzt geht es um die nächsten Schritte, so der deutsche Außenminister. Dazu gehört auch die Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Ostukraine und der Zentralukraine. Das ist teilweise unterbrochen durch fehlende Infrastruktur, durch zerstörte Infrastruktur. Und dazu gehört natürlich auch die Vorbereitung von Wahlen. Gemeinsam haben die drei einen Brief verfasst an die EU-Außenbeauftragte. Darin fordern sie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Das Weimarer Dreieck will dabei voranschreiten, die drei Länder mit ihrer so unterschiedlichen Vergangenheit. So können wir, wenn wir uns einig sind, wir drei, auch dazu beitragen, dass wir Geschlossenheit auf der europäischen Ebene erzeugen. Es ist sehr wichtig.
Es ist sehr wichtig, angesichts der Gefahren, die uns drohen, auch um den Prozess voranzutreiben, dass Polen, Deutschland und Frankreich Seite an Seite stehen. Gemeinsames Handeln wird den EU-Partnern immer wichtiger angesichts einer eher brüchigen Waffenruhe in der Ukraine. Der Terrorangriff auf eine Universität im Südosten Kenias hat das Land in tiefe Trauer gestürzt und international für Entsetzen gesorgt. UN-Generalsekretär Ban und Bundesaußenminister Steinmeier verurteilten die Tat. Anhänger der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz hatten gestern in Garissa mindestens 147 Menschen getötet, unter ihnen viele Studenten christlichen Glaubens. Es war der bislang schwerste Anschlag der aus Somalia stammenden Al-Shabaab-Miliz in Kenia. Der Tag danach. Eine Studentin bricht einfach zusammen. Das, was sie mit ansehen mussten, ist kaum auszuhalten. Geschockt sind sie und traumatisiert. Die meisten der Studenten von Garissa haben geschlafen, als die Angreifer gegen 5 Uhr morgens ihre Schlafsäle stürmten. Wie ein Albtraum sei das gewesen, sagt Chemiot Bevin. Seine Kommilitonen wurden direkt neben ihm erschossen, seine christlichen Kommilitonen. Eine Kugel, die einen guten Freund umgebracht hat, hat ihn am Arm gestreift. Er bekommt die Bilder nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe das Blut von meinem Freund auf mich geschmiert und mich totgestellt. Wir waren etwa zu 70 in einem Raum. Von allen, die da waren, habe ich als einziger überlebt. 13 Stunden lang verharrt er unter den Toten. Chemiot und die anderen Studenten sind jetzt in einem Militärcamp untergebracht. Hier helfen sie vor allem einander. Die Armee hat mittlerweile das Universitätsgelände weiträumig abgeriegelt, Aufräumarbeiten. Mindestens 4 Terroristen der somalischen Al-Shabaab-Miliz sollen die Tat begangen und sich am Ende selbst in die Luft gesprengt haben. Für die Sicherheitsbehörden war es ein schlimmer, ein trauriger Tag, der nun vorbei ist. Für die meisten Menschen nicht. Sie fragen sich, warum die Universität nicht besser bewacht war. Kenia steht unter Schock. Die Polizei und das Militär wollen jetzt, wie Sie sagen, mit Hochdruck nach den Drahtziehern des Anschlags suchen. Doch die Menschen hier in Garissa sind enttäuscht von ihren Sicherheitsbehörden, denn es soll wohl Warnungen gegeben haben und die wurden dann ignoriert. Im Jemen haben sich die schiitischen Houthi-Rebellen offenbar aus dem Zentrum der umkämpften Hafenstadt Aden zurückgezogen, nach schweren Luftangriffen der von Saudi-Arabien angeführten Militärallianz. Dies berichten Medien unter Berufung auf Augenzeugen. Die Houthis hatten gestern vorübergehend den Präsidentenpalast in Aden unter ihre Kontrolle gebracht. Nach UN-Angaben wurden in den vergangenen 2 Wochen mehr als 500 Zivilisten getötet. Christen aus der ganzen Welt haben heute in Jerusalem den Karfreitag gefeiert. In einer traditionellen Prozession beschritten sie den Weg, den Jesus bei seiner Kreuzigung gegangen sein soll. Viele Teilnehmer trugen Holzkreuze über die Via Dolorosa, um die Leiden von Jesus Christus nachzuempfinden. Der Weg endete bei der Grabeskirche, wo Jesus der Überlieferung nach gekreuzigt worden sein soll. Mit Prozessionen und Gottesdiensten begingen auch in Deutschland viele Christen den Karfreitag. In München gingen katholische Gläubige mit Kardinal Marx betend und singend durch die Stadt. Mit einer Prozession vom Berliner Dom zum Französischen Dom begingen in der Hauptstadt evangelische Christen den Karfreitag. Auch zahlreiche Angehörige anderer Kirchen nahmen daran teil. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 4. April. Morgen bringt ein Tiefausläufer vor allem der Südwesthälfte Deutschlands Schauerwolken. Das Hoch rückt aber ein wenig näher an uns heran, sodass es ab Sonntag Richtung Westen wieder freundlicher wird. Der Kaltluftstrom reißt dabei nicht ab. Heute Nacht fällt in der Südwesthälfte zeitweise Regen, sonst zunächst oft klar, bevor sich gebietsweise Nebel bildet. Morgen im Nordosten noch freundlich, in der Südwesthälfte verbreitet Regen, im Bergland zum Teil Schnee. Später ziehen sich die Niederschläge nach Süden zurück. Weiter nördlich gibt Sonne, Wolken, hier und da Regen, Schnee oder Graupelschauer. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Südwesten auch frisch. Heute Nacht im Westen 2 bis 5 Grad, in der Osthälfte verbreitet frostig. Morgen Werte von 3 Grad am Alpenrand bis 11 Grad im Norden bei längerem Sonnenschein. Am Ostersonntag gibt's vor allem im Osten und Süden einzelne Regen-, Schnee- oder Graupelschauer, sonst teils dichte Wolken, teils Sonnenschein. Auch die folgenden Tage erwartet uns wechselhaftes und kühles Aprilwetter.
Wir melden uns wieder um 23.30 Uhr. Pina Atalay hat dann diese Tagesthemen für Sie. Verdacht erhärtet, auch Daten des zweiten Flugschreibers deuten auf Selbstmord hin und gezielte Jagd auf Christen, das Hochschulmassaker von Kenia. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.